Okay, ihr sagt den Boy. Benny sagt Eis, ja. Ja, okay. Let's do it. Let's do it. Nee, dann darfst du aber gleich von vorne anfangen. Mr. Frostman. Weil mich hätte ein nur Leben jetzt. Nur Leben, ja. Ja. Das ist weg. Doch, das war Eis, ja. Doch, ich kann mich auch dran erinnern, ja. Das ist irgendwie der einzige, wo ich mich noch erinnern kann, ist das, dass dieser Fuck. Oder war das der Vogel? Nee, jetzt? Nee, das war der Eis, ja. Okay. Oh! Herr Benny, wie hast du das gemacht? Ja, so wie gesagt. Herr, wie hast du das gemacht? Funktioniert irgendwie hier, hä? Funktioniert nicht so, wie du das meinst, gell? Das ist ein Trick, dann sag ich dir nicht mal. Findest du raus? Findest du raus? Ich seh schon, wie schwimmt das ganze Level irgendwie den Ball. Erstmal auf YouTube. Der Fußballprofi Danny, der alle Tricks kennt, mit diesem Mechanik, er weiß jede Mechanik mit diesem Fußball. Das ist das, was ich gemeint habe. Und ich meine mich zu erinnern, dass das ein bisschen knifflig war. Der wurde sogar angezeigt. Ja, ja, der sagt auch Jump, Jump. Der sagt Jump, Jump. Was muss ich machen? Ich hab nichts. Das hat mir zu dem Zeitpunkt nicht mal was gebracht. Du musst Kreuz und Kreis gedrückt halten. Also quasi. Kreuz und Kreis? Ja. Also gleichzeitig das Trick. Also du springst, ja, in diese Richtung und dann hältst du Kreis gedrückt. Aha. Und dann springt er so, macht er den Bock gespielt. Also Kreis. Ja. Aber ich glaube, dieses Snowboardfahren war eh schwieriger als mit dem Boss. Das ist dann schon ja, das hat oft drunter. Später wird es nicht. Wird es nicht so richtig schnell dann am Ende auch? Ja, 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 genau, genau. Na, entweder bleibst du hängen oder fliegst du runter. Kann ich da auch sliden mit dem Ding oder kann ich nur springen? Kannst du. Erstmal alle Fähigkeiten immer ausprobieren. Patsch einmal durch. Ich hab noch nicht eine Fähigkeit benutzt. Ich vergesse es auch nicht. Du sagst nochmal. Oh shit. Der Benny hat nur eine Fähigkeit. Fußball. Ich weiß, später kommen so ganz viele Jump, das hier und Slide, Slide, Jump, Jump und hier. War das nicht sehr Clown gegen? Ah, das ist mir auch passiert. Dieser Slide, ey. Man slidet automatisch ab aus Versehen mal, gell? Deswegen wollte ich eine andere Taste haben. Wegen runterdrücken. Ja. Aber damit haben wir. Damit müssen wir jetzt leben. Hardmode, Jungs, Hardmode. Hardmode? Oh, du bist das. Quasi Chris, Hardmode ohne Fähigkeiten. Ich dachte, du hast ausgesteckt. Achso, okay. Hardmode, Chris. Ich
jetzt geht's ab. Jetzt. Ah. Das war aber auch wieder das. Ja, man wollte nach rechts sehen, und ja. eins. Ob, sorry. Ein Input nach unten. Ich bin zu energisch. Immer. Einmal zu leicht nach unten gedrückt und schon. Ja. Ja, stimmt, da musst du aufpassen, gell? Ja, zum Glück ist der Weg ist ja nicht so weit. Stimmt, ja. Let's go. Es geht schon, eigentlich. Ja. Heute weißt du, warum ich das in einer Taste habe. Ja, absolut. Leid, ja. Dann passieren halt solche Fehler nicht. Ihr Narren. Wir hätten alles abonniert, Mann. Ja, wahrscheinlich alle in den Beschäftigungen. Ich gehe mal auf Serge und Marcel auf. Bin. Weißt du? Ich glaube, ich muss Serge noch arbeiten. Und Marcel, der reagiert nicht. Alles für die Schraube, Jungs, alles für die Schraube. Aber die macht man safe, oder? Ja, ist ja schon, oder? Genau. Ist super. Ich glaube, das wird jetzt auch ein bisschen gehen. Aber ich hab die Schraube eigentlich. Du hast die Schraube, ja. Das ist stimmt. Ich habe Opfer gebracht, wissen Sie. Ich habe schon gesehen, dass es runterfällt. Ich dachte schon. Ja, ich habe gedacht, das war arschknapp. Ich habe gedacht, ich kann noch jumpen, aber das konnte nicht mehr jumpen. Das Lustigste war einfach, wie der Benny einfach. Ich habe schon wusste, dass er runterfällt. Scheiße. Das war nicht so gut. Ich glaube, du musst nicht so schnell drücken wie ich. Ja. Was ist das? Du drückst halt ultra schnell, so, als würdest du irgendwie so, keine Ahnung. So. Fortnite spielen oder was? Ja, ich finde, ich bin immer so auf Crack, wenn ich spiele. Ich weiß nicht warum. Was denn? Immer wenn ich spiele. Ja, ich. Egal was ich spiele, ich muss es schnell spielen. Ich weiß nicht warum. Das ist noch von meinen League of Legends. Sein Octane-Drang so. Ja, deswegen spielt er den auch. Ja, ich glaube, deswegen spielt er den wirklich. Bitte schaust du mich, ich hab so keinen Bock auf diese Passage zu machen. Oh, ich hasse das Spiel, Mann! Das gibt's doch nicht! Ey, mich nicht bleiben, Jump hat er gesagt. Ja. Oh Mann, das wird noch gehen, glaube ich, ein bisschen. Also wir setzen uns mehr um, als wir das spielen. Also wir können schnell speichern hier. Da müssen wir den Scheiß nicht machen. Mir ist es egal. Wie schnell scheitern. Ja, dann haben wir halt immer ein Leben und können hier wieder laden. Wir müssen nicht nochmal. Was ist denn? Die Folge von der GD scheitern. Ja? Das ist echt mehr daran umsetzen und am Controller in die Hand nehmen. Ja. So prepared, lieber. Bist bereit. Wenn er sagt jump, dann jump nicht slide. Alles klar, Benny. Das Geile ist, nicht, aber ich darf auch nochmal probieren. Ja. Da gibt es dann Weizen, genau. Ja, aber das war auch mehr Glück, glaube ich. Nee, Glück. Deswegen ist. Ich finde hier. Ich dann alle nicht an den späten Reaktionen, sondern. Wenn wir die falsche Taste drücken, ja. Oder nur kurz nach unten und dann auf einmal drücken wir X und dann. Schleid. Also, wisst ihr, wie so Sachen. Die rufst du so nie ab, aber wenn du es siehst, kannst du dich sofort dran erinnern, wie dieses. Zurück, ja. Oben hier, dieses Jump, Slide, ja, genau. Das habe ich doch genau ich im auch, Kopf. Ja. Also jetzt, wo ich sehe, ja, wenn wir jetzt über Mario schon Mega Man 8 gesprochen hätten, wäre ich nie drauf gekommen. Aber jetzt, wo man es sieht. Stimmt, ja. Man, das ist halt 20 Jahre her. Es ist echt krass. Nein, 20 Jahre nicht. 96, das haben wir vor oder nach Final Fantasy 7 damals gespielt. Danach irgendwann. Dann war mal 10 oder so, wo wir das gespielt haben. Ja. 10, 11 oder so. Aber man hat das so im Kopf. Boah, alle Julian! Boah, Julian! Das ist X. Das spielen. Das fand ich so immer fieser. Boah, Alter, Julian, das geht ab. Boah, Julian! Das hat er geschafft. Ja, geschafft.
Sicher? Ja. Oh, Leute, Alter, ich war so in Panik. Der eine Sprung, ich hab gedrückt, aber bin nicht mehr, aber ich bin da runtergekommen. Runter. Man hat gesehen, dass es nicht gewollt war. Aber man hat auch, na, also sagen, smooth verpackt, ich hab's gesehen. Es, ja, so. Es war smooth, obwohl man gesehen hat, es war nicht so gewollt. Man hat seine Reaktion. Ich hab's leider nicht gesehen. Ey. Kann man später anschauen. Alles auf Video. Aber das, weil das Schlimme ist, wir haben jetzt nur noch ein Leben. Oh ja. Und wir sind immer noch nicht beim Boss. Oh ja, er dürft nicht verkacken, Mann. Ja. Aber den Schiff kaputt. Ah, den Schiff. Ah, den Schiff. Ich kaputt. Ja, gut, aber das ist ja das gibt's. Erinnerst du dich nicht mehr, Benni? Hä? Später bei diesem. Bei dieser anderen Stage fliegst du doch. Und da hast du dieses Schiff da auch als Verbündeten. Ey, das ist echt nervig, diese Kacke. Ja, ja. Ah, so grob, ja. So grob, ja. Boah, ja. Wie wird das schaffen? Du machst den, mach den Balljump. Mach den Balljump. Geht das nicht mit dem? Nein, nein, doch, ginge wir es schon, aber ich glaube, ein Balljump ist einfach. Ich versuch's mal. Okay. Also aber man kann zerquetscht werden, glaube ich, gell? Ja. Mit dem Balljump. Ah, okay. Jetzt kein Bock auf diese Kacke hier. Ja. Mach den Ball drauf. Ja? Mach den Ball. Ja. Von mir aus, ey. Aber ich hab keinen Bock auf den da oben, ey. Nein, ich auch nicht. Kann ich das ist einer noch. Vielleicht kann ich dieses Ding ja auch mitschleudern. So. Es kriegt die so nach vorne. Aber ich glaube, so geht's, wenn er jetzt aufsteigt. Aber jetzt hat das Schiff kaputt gemacht, was nee, das Eis ist. Du hast das Eis kaputt gemacht. Ja. Ja, das ist. Aber der Balljump geht nochmal, wenn du jetzt von links. Nein, Julian. Wieso? Der Kick ist der Balljump, ja. Er muss eine Fähigkeit sein. Ich weiß nicht, wie der geht. Wie würde man immer stehen? Kreis. Also einfach nur beides draufbleiben, einfach nur. Das ist ja dein Pinguin-Wickel. Also nochmal. Schön. So, Kreuz und dann Kreis drauf bleiben. Also zeitgleich oder was? Ja. Also ich drück's. Dann kannst du erst Kreuz, erst springen und dann Kreis, so wie du es brauchst. Hä? Nein, du also du musst X drauf bleiben. Beiden drauf bleiben. Aber dann legt er den nach vorne. Ja, du musst so nach vorne jumpen oder in die Richtung, wo du hin willst. Es kann nur ein Ball da sein, deswegen. Ja, ich merk schon. Er kickt, muss ich Kreis drücken, ne? Also. Ach, scheiß drauf. Ich bin einfach wirklich X im Kreis bei der gleichzeitigen dann in diese Richtung. Wo kriege ich jetzt die Aufgabe mit dem Scheiß? Muss nicht. Oder du machst einfach das mit dem Pinguin, mit dem Eis da oben. Ja, da muss ich auch erstmal raufkommen. Das stimmt. Wie man gesagt hat, das leicht ist. Ja. Was ist denn das jetzt da? Das wird sowas von gar nichts. Ne, aber um darauf zu kommen, musst du ja auch den Ball können. Ich springe jetzt nach vorne und drücke parallel einen Kreis und muss nochmal Kreis drücken, und oder was? Und Kreuz halten, und Kreuz halten. Du musst quasi beide Tasten halten. Kreis und Kreis und X drauf. Genau. Ah, okay. Ah, scheiße, ich war ja oben, ich trottel worden. Mach so kaputt und mach doch den Balljump dann da. Ja, mach ich jetzt auch. Spring nicht so wie ich. Du kannst schon ein bisschen mehr. Ich hab das ein bisschen benachlässigt. Für diese Schraube. Diese fucking Schraube. Ja, einfach fast komplettes Leben verloren. Kann man coole Sachen kaufen. Ja, dann kann man ein bisschen shoppen gehen. Da ist ja noch einer. Frage war, musste ich den usen? Ja. Warte, mach das. Oh, nee. Ich glaube, ich. Wie viel kommt da jetzt noch? Vielleicht Feuer? Später? Ja, ich glaub, später, dann irgendwie so eine Feuer. Ja. Das finde ich auch mal ganz cool, wo ich sage, da waren in den Levels Sachen drin, wo ich sage, die kannst du nicht holen, erst wenn du die bestimmten Fähigkeiten hast.
Also irgendwie den Magen machen. Okay. Mhm. Mach den Ball schon. Ja, ja, mach ich jetzt auch. Oh! Pass auf, das ist. Aber wie kriegt man das immer kaputt? Okay, schon die, so. Die brauchen ja. Gehen so kaputt. Mhm. Aber schon, er kann auch von unten kommen. Ja, oder ich kann runtergehen. Ja, oder er kann runtergehen. Mhm. Ich bin so schlecht gerade, ey. Wir werden aber später noch anfangen. Da ist bestimmt was drin. Das ist eine Schaufel. Ne, wie springt der dann rüber? Wenn man da so, naja, mal wieder so. Der gute alte Balljump. Oh! Ah. Ich glaube, das sieht man bestimmt bei Speedruns, diesen Balljump. Ja, 100%. Ich hab mir schon mal einen angeschaut. Echt? Von ja, bestimmt, oder? Monaten. Ja, der wird. Ich glaube, der wird. Öfters eingesetzt. Der wird benutzt. Ja, Jungs. Keine Ahnung, ist krass, keiner gibt hier. Aber da ist welch. Ja, na, wie lange geht das denn Level noch? Ja, da kann ich auch noch dran erinnern, da siehst du ja von gar nichts mehr. Ja, ja. Aber damit viel Pech irgendwie runterfliegst, weil die alles vernebeln. Das geht richtig lang noch bis Level. Da kommt doch jetzt auch noch. Ja, wenn du jetzt sagst, kommt noch Miniboss und dreh am Rad. Nee. Doch. Oder? Nee. Für was oder Snowboard? Ja, lass mal Leben fallen, Jungs. Ah. Also. Mm. Nein. Aber das ging gleich weit. Oh, das ging gleich schnell los. Deswegen, ja, kann ich so noch erinnern. Oh, Chris. Oh, er hat's geschafft. Sehr schön. Nee, hat das? Ja. Hat er sogar Leben bekommen da drin. Mhm. Nice. Ja! Ist das schon Boss? Ja, ich dachte, da kommt Boss. Ja, der Boss kommt jetzt. Aber du hast eh die Fähigkeit, Mann. Die Schwäche. Zum Glück war das nur so ein kurzes Ding. Ja. Aber ja, aber nur Leben, das ist. Wir müssen jetzt mal. Also, ja. Ey, einfach Granate in seine Maul. Die ganze Granate. Ja, aber ich weiß nicht mal, was er kann. Ich glaube, oben fällt was runter. Das spielt keine Rolle, du hast Granaten. Ja. Einfach Granate schießen. Siehst du, wie der Damage das macht? Schon, der hat der Bein schon. Ja. Der weiß gar nicht, was er zu tun hat. Diese Granaten, bevor denn da ist der easy. Das ist einfach nur so. Also, ja, gut, das war jetzt echt einfach. Ja, also, gut. Rein spammen an der Attacke. Hör auf, lass mich gehen. Wieso haben wir nicht gewettet? 8 Bosse gab es, glaube ich, gell? Also danach kam noch mal eine Map mit 4. Und dann gab's noch Wild. Ist da noch eine Spezi-Dose? Ja. Yeah. Ice Wave. Dun, 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 dun. Ice Wave. Ah ja, das stimmt, das war die Eisattacke, wo es am Boden runtergeht. Ja, nee. Doch. Soll ich mal reingehen zu dem Fritz hier? Ja, ja, schauen wir mal, du wirst mal shoppen können. Schauen wir mal, was wir so schönes kriegen. Wir haben extra unser Leben dafür gebraucht. Ask for Parts, Option Mode. Ah. So, okay. Ach genau, gab es diesen Arrow Shot, genau, Laser Shot, Power Shield. Stimmt, ja, man kann sie. Ja. Ja, was sagt ihr, Jungs? Nee, das würde ich nicht nehmen. Okay. Piercing Laser? Okay. Das ist cool. Okay, gescheitert. Ja, das ist scheißegal. Ah. Für den, die einen von den zwei shoot. Den hier? Einen von den beiden. Finde ich. Oder auch, ich finde auch Fünffachschüsse ganz geil.
schießt, you can shoot up to 5 Megabusters together. Also du schießt ein, also du schießt einmal und dann kommen 5 Schüsse raus. Mir ist es egal. Also 5 kleine Schüsse, weißt du was man? Was ist mit dem Helm? Gibt mehr Leben, oder? 4 extra lives. Will be available when you start the game. You won't be pushed back when you recycle hits. Ja. Was kriegen wir? An und für sich können wir eher nur eins kaufen. Ja. Ja. Frage ist halt was. Also ich finde die 5 Einzelschüsse schon geil, aber auch brauchst du halt nur die kleinen Schüsse, weiß ich mal. Dann musst du halt einmal drücken. Und dann kommt die nicht, wie stark diese Power-Schüsse sind, jetzt die neuen. Das ist natürlich auch. Ja, und den Laser, vielleicht sind die so ultra stark. Und gehen durch oder so. Ich habe keine Ahnung von dem. Michi? Ich finde, es begeistert mich mehr von diesen Aufladschüssen, aber wir können auch Verteidigung. Wir werden ganz gut durchs Level kommen, aber was uns immer gestört hat, überleben. Oder? Ja. Also die Fähigkeiten sind eigentlich stark genug, die wir haben, oder? Ja, stimmt. Du hast ja gesehen, der war easy peasy. Hast du so alle Bock-Gegner mit... Ja, mach ich doch. Ja, okay, guck mal, sie war echt. Wir finden ja eh wieder welche, wir haben ja so viel... Ja, oder? Wir holen Leben. Da müssen wir ja nicht mehr was. Das ist jetzt einmalig oder was? Kann ich das nochmal kaufen? Oder könnte ich das dann nochmal kaufen? Weißt du, weil... Wahrscheinlich, ne? Ich sag nicht, da unten ist schon angezeigt. Good luck, Mega Man! Dankeschön, tschüss! Was wäre das hier? Das ist das Anfangsgebiet. Ah, okay. Oder? Ja. Weiß nicht. Oh, der hat Potenzial. Tengu, Mann. Ah, das Level war schon nice. Also wer diese Luftpassage bekommt, der kann sich freuen. Mhm. Ah ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, da hast du alle Vögel, diese Vogel hättest du nehmen können. Wow. Oh, was, also. It's a raid. Eine ganze Familie. Ja, was passiert denn hier? Abgesetzt. Ja, das Ding ist immer voll auf den Wind. Aufpassen! Nein. Die Schraube. Walter. Ja. Ich glaube, es geht nicht. Wir haben eh nur ein Leben. Was war das mit. Ach, da muss ja diese. Blase. Ja, ich wollte eigentlich drüber jumpen. Aber man kann nicht nach oben oder so, sondern nur nach links. Schießen. Schießen kann man auch nicht. Wo? Also links oder gegen steuerst. Und es bestimmt. Ja, der Tod. Da kommen sie wieder. Oh, warte mal, du willst. Ja. Nein. Was? Hä? Die haben das getroppt. Oh, dann. Das ist es jetzt. Ja, oh Gott, Entschuldigung, aber ich darf spielen. Das ist. Ja, ist doch alles gut. Ja, das ist endnice. Ja, ich bin doch. Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, doch. Ja, du kriegst jetzt so verbündet. Ich weiß gar nicht, ob du die aussuchen kannst oder kommen die random? Ja. Ach nee, man hätte warten können, gell? Nein, stimmt, jetzt weiß ich auch wieder. Das hat Spaß gemacht, ja. Das ist ja voll cool. Hat man nicht Miniboss sogar mit denen bekämpft? Ja. Echt? Ja. Das haben wir auch wieder da. Guck mal, der Rutsch. Der ist stark. Ja, ah, fuck. Das ist ja dann cool. Und hast du Rush. Ja, gut. Ach, der Rush macht auch irgendwas jetzt. Ja, Dreifachschuss. Und ein Vogel hast du auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, was der Vogel, da konnte so. Aber wenn ich auflade, glaube ich, dann. Genau, ja, dann fliegt er so nach vorne, ja. War die Anime-Serie nicht sogar von Mega Man 8 inspiriert? Also so von Optik und auch von den kleinen Mini-Robotern und so. Das sind immer die gleichen, fast. Bei den kleinen. Ich weiß gar nicht mehr, das ist alles so lange her. Ja, sag mal. Nein, heftig wollte ich am wenigsten. Umdrehen kannst du dich nicht, gell? Wie bitte? Umdrehen kannst du dich nicht. Nee. Oh, ich hab. Oh, das ist gut. Wait, alles.
alles geklärt. Also viel angenehmer als Snowboard. Ja. Komm schon, alter Mann. Ja. Sehr gut. Der alte Mann, der ist der Besucher. Ja. Der Eule, ja, stimmt. Das ist ein Risiko. Nein, dreimal hast man. Ja. Ja, ach, kann man dreimal? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Also, nicht ja, leider. Ich glaube nicht. Ah, oh, wenn du dreimal hast, ey. Hands Bodyguards. Kann man den stacken, den alten Mann? Oh, das hat er was, gell? Ich glaube, das ist der Laserstrahl, den ihr macht. Ist unser Laserstrahl auch? Doch, hundertprozentig. Ja, einer hat immer verarscht. Das ist echt cool mit dem Fliegen. Das ist für eine einfache Schraube. Ja. Da musst du erstmal runterkommen und die finden. Ja, nee, jetzt kommt der Boss. Ne, kommt nicht nochmal die. Ah, ich hab gedacht, jetzt kommen nochmal diese Nebel. Ja, ich dachte, da kommt noch ein Boss. Ne, das kommt doch mal. Genau. Danach kommt der Boss. Ach. Ich hab gedacht, für eine. Hm. Ja, ach, den schiebt er gar nicht. Oh. Ich mir immer denke, wir haben das damals durchgespielt, da waren wir 10 Jahre alt. Ja. Haben wir dafür Wochen gebraucht? Oder? Ja, haben wir schon länger gebraucht, ja. Vor allem zum Schluss bei den Bossen. Ja, da war doch einer mit so einem Schwert, glaube ich, das später, oder? Das ist so ein kurzer, ich glaube, wenn du die ersten 4 Bosse hast oder so, taucht der dann auf. Oder war das Mega Man X? Das war nur ein Gebiet, da gehst du hin und da kämpfst du gegen einen Boss einfach nur. Einfach nur gegen einen Boss. Das war X4 war es gegen den. Ja, ja, das ist X4, ja. Kolonne. Das ist Mega Man X4. Ja. Das ist gar nicht so einfach, Casual. Weil ich weiß, ich habe damals keine Tastatur gehabt, Mega Man X4. Na, das ist jetzt mal jetzt wurscht. Ja, das ist der. Du musst ja mit der. Kein Controller, muss ich mit der Tastatur Mega Man X4 spielen, das war der Hintermann. Haben wir aber auch bei Jint immer. Nein, wir hatten diesen komischen Controller, weißt du noch? Ja, ja, diesen schwarzen. Ja, diesen billigen, diesen. Ja, ja. Ach, den hab ich zu Hause. Hast du noch? Nicht? Ja. Nice. Ja, ich so, was? Eis war das. Eis. Safe? Eis, ja. Ja, du hast noch Eis. Ja, ja, aber der ist ja die ganze Zeit in der Luft. Oder nicht? Stimmt, nee, du musst jetzt. Ich glaube, das ist Schwingen ist es. Nee, Schwingen war ja bei Granite Man. Granite Man ist Ding, Eis ist das. Du musst warten, glaube ich, bis der irgendwie am Boden ist oder so. Okay, oder vor ihm das machen. Auf jeden Fall Eis ist das, hundertprozentig. Aber, okay. Kannst du in der Luft? Ja, genau, du kannst so in der Luft machen zu ihm schon oder so. Jetzt ja. So. Okay. Hallo, hallo. Wie schwebt die denn? Da hinten so ein. Ah, genau, die Attacke war das, die man da bekommt. Oh ja, Mann. Voll die geil. Voller Martial Arts Typ, ey. Hoppala. Oh. Ja gut, aber jetzt kann jeder eigentlich mal tryen. Kann man springen und Eisattacken machen? Ja, ich glaube schon. Ja. Warte, wenn ich gebe das nur kurz. Mhm. So erstmal, genau. Achso, das war's. Ja, ich glaube, der Benni schafft ihn schon. Ja. Der Benni macht jetzt seinen Fußball zurück. Genau, ich spiele Fußball. Aus der Luft. Aber bis weit kommt es. Er ist als erster von einem Boss zurück. Ja, und das ist eigentlich die ganze Stage, hast du. Ja, aber das war jetzt auch nicht so schwer. Im Vergleich zum Schneelevel war das jetzt einfach. Aber der ist geil synchronisiert, also ja. Nicht so, was er sagt, aber das ist einfach nur so ein paar Loops, aber das ist schon cool. Und genau, man kommt jetzt an höheren Sachen, wenn man diesen Level hat. Dann kann man da platzieren und dann kann man da rein springen und dann nach oben. Tornado Hole! Das Eis, obwohl er nicht da ist. Weil ihr habt nicht mehr viele, gell? Alter. Ah, jetzt. Tornado Hole. Das gibt's doch nicht, Mann. Okay, so leicht ist es nicht. Ich glaube, das ist fast einfacher, wenn du normal schießt, weil er Alter, fick dich doch. Ich glaube nicht, du bist. Ey. Oh, was? Jetzt wieder
predicted. Oh. Oh, Benny macht's riskant. Oh. Das ist spannend gemacht, das Ganze. Aber Benny. There you go. Ja, aber es ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Das ist der Tornado Wolf. Tornado Hole. Also. Aber es ist gar nicht so einfach, den zu erwischen in der Luft. Ich hab gedacht, aber. Wir haben auch schon ein paar Leute jetzt gesagt, es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn man einfach so geschossen hätte, weil. Weißt du? Weil so viel daneben gegangen ist. Ja, ja. Das stimmt schon. Er musste eigentlich warten, bis er diesen Ding move und dann runterkommt und dann nicht festkriegt. Das ist irgendwie diese Ambition, die er dann Tornado Hole. Das war wahrscheinlich end teuer, weil damals die Animation zu machen, weil er hatte dann einen ganz anderen Stil. Yeah. Oh, oh. Oh, das sah nicht so auch der Anime aus? Ja, ja. Ich meine, dass das schon so war. Der Anime war auch ganz cool. Ja, aber ich meine, da war auch sogar in dem Comic-Stil. Deswegen meine ich, ich glaube, das wäre schon mit dem Achter irgendwie. Was ist das? Ich muss hören, was es soll. Oder Dr. Willi. Deutsch, Dr. Willi. Aber gegen ihn hat man doch auch gekämpft, der da ist. Er da, der da auf dem Pult ist, gegen den kämpft. Ja, genau. Jetzt kommen ja die nächsten Stages. Ja, ja, aber ich meine, er war ja eigentlich ein guter oder er wird böse. Schau jetzt. Aber jetzt flippt er aus. Das weiß ich auch noch, der flippt jetzt voll aus. Hm. Bis auf der Bühne. Wissen überhaupt nicht, um was es geht. Ja. Bisschen nach Frankenstein angegeben. Ah, Totenkopf. Ich glaube, ich sammle das mal ein. Das ist immer gut. Habt ihr mal Captain Future geschaut, diesen Anime? Nee. Oder Anime ist, ja, weiß ich, ob das Anime ist, aber es ist aus alter Zeichentrick. Sieht gerade so aus, so ein bisschen, nur vom Stil her. Der ist wütend geworden. Flippt aus. Warum auch immer. Rawr.